Lindgren aus Schleining. Im friedlichen Einsatz sind auch einige Helden des Bundesheeres, die jetzt groß gefeiert wurden, die Militärhunde. Die Militärhundestaffel in Kaisersteinbruch ist heuer nämlich 50 Jahre alt. Und da haben die Soldaten auf vier Pfoten bei einer kleinen Leistungsschau nicht nur gezeigt, was sie können, es wurden auch gleich einige Nachwuchssoldaten, also Welpen, getauft. Einer der Paten, Verteidigungsminister Gerald Klug. Andreas Herbst berichtet. Mit einem Festakt samt Militärmusik und zahlreichen Zaungästen wird in Kaisersteinbruch das große Jubiläum gefeiert. Den Ehrengästen, angeführt von Verteidigungsminister Gerald Klug, wird dabei eine große Show geboten, bei der die Militärhunde zeigen, was sie können. Ich bin natürlich, so wie alle hier, sehr beeindruckt. Und bin stolz darauf, dass wir auch unsere Hunde beim österreichischen Bundesheer haben und sie so professionell ausbilden. Jeder Hund muss einen Grundkurs machen, der 13 Wochen dauert. In diesem Grundkurs wird der Gehorsam ausgebildet und auch die Ausbildung für den Wach- und Sicherungsdienst. Und wenn dann ein Hund Spezialaufgaben dazu macht, zum Beispiel Fährtensuche, Sprengstoff, Suchgiftsuche, dann macht er einen Spezialkurs spüren, der dauert dann wieder 13 Wochen. Rund 10 Jahre bleiben die Tiere in Diensten des Bundesheeres, danach gehen sie sozusagen in Pension und bleiben in der Obhut ihrer jeweiligen Hundeführer. Haupteinsatzgebiet der Hunde ist der Wachdienst. Vor allem in den Auslandseinsätzen ist vor allem die Prävention gegen Sprengstoff durch Spürhunde extrem wichtig. Und da eignen sich Schäferhunde allein von ihrer körperlichen Konstitution und von ihrem Trieb besser. Derzeit sind rund 60 Militärhunde in Kaisersteinbruch stationiert, vor allem Rottweiler und Schäferhunde. Das Bundesheer ist nach eigenen Angaben mit 1600 Tieren der größte Rottweilerhalter der Welt. Unbestrittener Höhepunkt des Festaktes ist dann die Welpentaufe. Susi, Sonja, Siux und Spiro sind dabei die großen Stars. Prominenter Pate von Spiro ist der Minister, der sich von seinem Schützling offenbar am liebsten gar nicht mehr trennen möchte. Ich bin selbst mit Hunden aufgewachsen und freue mich daher und bin besonders stolz auf unsere Hunde im österreichischen Bundesheer. Und mit der Überreichung ihrer Dienstmarken werden die Welpen dann auch offiziell in den Kreis der Militärhunde aufgenommen. Großer Tag also für die Militärwelpen und wie es aussieht auch für den Verteidigungsminister. Perfekter Tag heute auch für Wasserratten. Mehr dazu jetzt von Veronika Berghofer im Wetter. Von mir noch einen schönen Abend. Bis morgen.